Mein lieber Joko, mein lieber Klaas, wie lustig ist das denn? Ich darf das nächste Spiel ansagen. Und wie ihr wisst, gehören 90% meines Herzens und meiner Liebe natürlich euch beiden Lumpis und 10% einem weiteren großartigen Thema. Und das ist der Film. Und darum geht es auch im nächsten Spiel. Gepaart wird das Ganze mit einem ganz wichtigen Handwerker-Utensil. Und ich habe es auch schon gehört. Ihr seid handwerklich genauso begabt wie beim Denken und auch beim Zuhören. Aber ich habe trotzdem allergrößte Hoffnung, dass ihr dieses Spiel verstehen werdet. Und erklärt wird euch das Ganze vom eloquentesten, gutaussehendsten, besten Moderator Deutschlands. Ich übergebe an mich. Zollstock Blockbuster. Vielen herzlichen Dank an mich. Gut, und für das nächste Spiel schickt ProSieben wirklich harte Gegner ins Rennen. Das Feuilleton des Privatfernsehens. Unterhaltsam, eloquent, intelligent. Sie kennen sie aus der Serie Frau Jordan stellt gleich. Und ihn kennen sie als Stefan Raab, Beckmann, Klaus Kinski, Andrea Nahles und Julius Caesar. Hier sind Katrin Bauerfeind und Max Giermann. Komm zu mir, Katrin und... Ja. Gut, also Max, von dir wissen wir ja, du kannst dich perfekt in andere Köpfe reindenken. Wir hatten heute schon mal einen, der das gerade so krass und die, sag ich mal, sehr gut nachmachen. Gibt es Schwächen, die du bei den beiden schon erkannt hast? Nein, die sind einfach absolut tadellos. Ich hab euch ja mal nachgemacht, aber das ist schon so lange her. Ich weiß, das war zu Neo Paradise Zeiten. Ja, das ist schon irgendwie über 10 Jahre her oder so. Aber nein, die sind ja keine Schwachstellen, oder? Wüsste ich nichts. Aber das ist ja nicht die richtige Einstellung. Katrin guckt da schon ein bisschen skeptisch. Ich bin natürlich skeptisch. Ja, du bist auf jeden Fall hoch motiviert. Ja, sonst wäre ich doch nicht hier. Ja, wunderbar. Gut, dann starten wir jetzt mal mit eurer Aufgabe und vor allen Dingen mit den Regeln. Im folgenden Spiel dreht sich alles um dieses handwerkliche Utensil. Ich habe es eben gerade schon gesagt, um einen Zollstock. Dieses Spiel heißt Zollstock Blockbuster. Nach und nach tritt immer einer von euch Vieren an diese Magnettafel heran und hat dann 3 Zollstöcke zur Verfügung, um einen Blockbuster zu erklären bzw. zu zeigen. Ihr dürft keine Zahlen legen und auch keine Buchstaben, aber ihr könnt natürlich ganz wichtige Szenen, Symbole, Dinge, die man vielleicht mit diesem Film assoziiert, zeigen. Ihr müsst es natürlich möglichst so machen, dass euer Teampartner oder eure Teampartnerin das als erstes errät, weil alle, die nicht den Zollstock benutzen, dürfen mitraten. Wir spielen Best of 5, das heißt, das erste Team, das insgesamt 3 Blockbuster richtig erkennt, hat gewonnen. Also wir können einfach immer reinrufen, wenn uns was einfällt? Immer, die ganze Zeit. Ja? Katrin und Max auf diese Seite, Joko und Klaas auf die andere Seite. Ihr habt keine Fragen mehr. Wir starten direkt mit Joko und Klaas. Einer von euch beiden darf zu mir kommen. Ich zeige dann den Filmtitel und es geht los. Wer möchte starten? Jennifer. Du? Ja, Klaas, komm zu mir. Also 3 Zollstöcke an der Magnettafel. Komm mal her. Das ist ein bisschen wie bei Ruckzuck früher. Ja, ich dauert nur länger. Soll ich dir nochmal zeigen? Nee, ich weiß. Ich überlege gerade schon. Schnapp dir doch. Am besten schon mal einen Zollstock. Man muss halt eine markante Szene oder was, ja. Gehst du noch mal die ganze Handlung durch gerade? Ja, genau. Ihr dürft die ganze Zeit reinbrüllen. Wie viel Zeit haben wir noch? Blockbuster? Ja, geht nicht um Zeit. Hund, Katze, Maus. Ja, das ist kein Film. E.T. Nee. Was ist das? Inception. Sehr guter Tipp. Okay. Ist das ein Zauberstab? Harry Potter? Nein. Star Wars. Nein. Ich darf nichts sagen. Nee, du darfst nichts sagen. Du musst schweigen, legen, andersrum. Keine Zeichen geben. Andersrum. Andersrum. Die magnetischen Dinge hier. Ich bin mal gespannt. Was hast du im Kopf stehen? The Hole. Aber keine Pornos, ne? Nee. Okay. Manege frei für den Rosettenkasper, richtig. Okay. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Hä? Was? Irgendwas mit einem. Okay. Du darfst nichts zeigen. E.T.? Nein, ist falsch. Du darfst auch nichts zeigen, du darfst es nur mit einem Zollstock
Legen? Das ist mega schwierig. Das ist logischerweise schwierig. Ich möchte dir nochmal zeigen, vielleicht gibt das nochmal eine Inspiration, wenn du dir... Vulcano? Nee, nicht. Machen wir es anders. Ich habe immer noch über Löwenzahn. Element. Löwenzahn. Nein, Löwenzahn. Warte mal, wir machen das anders. Warte. König der Löwen? Richtig. Oh! Sollte Krone werden, ne? Max hat es erraten. König der Löwen war der Film, den wir gesucht haben. Jetzt ist einer oder eine aus eurem Team dran. Ja. Katrin, du kommst zu mir. Okay. Wunderbar, guck mal. Und denk dran, möglichst so legen, dass dein Teampartner das erste redet. Okay. Oh. Okay. So, hier sind, da sind deine Zollstöcke. Ah ja, klar. Ich muss mich konzentrieren. So, genau. Pass auf. Du darfst nichts sagen, du darfst keine anderen Zeichen machen, du darfst nur die Zollstöcke benutzen. Star Wars. Ja! Ich glaube, es ist mein Spiel. Sorry, aber ernst, ich hab fast nicht... Also, hab ich so früh gesagt? Ist richtig. Entschuldigung. Können wir aufhören? Eine Sache. Jetzt erst dieser Mentalist und jetzt er. Können wir aufhören, intelligentere Leute einzuladen als wir? Das macht das ganze Konzept kaputt. Das funktioniert so nicht. Einmal müsst ihr noch richtig raten. Okay, dann habt okay. ihr dieses Spiel für ProSieben gewonnen. Und jetzt kommt... Du musst es mir zeigen, ne? Ja, ich weiß. Ja, weil du weggehst, deswegen. So, Joko, jetzt fangen wir an. Okay. Komm her. So. Die Vermessung der Welt. Blockbuster. Filme, die jeder gesehen hat. Independence Day. Erfolgreich. Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause. Das wollte ich doch auch gerade sagen. Das kann nicht wahr sein. Max hat es zuerst gesagt. Ich glaube... Nee? Ich glaube, das... Ja? Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, Lars war ein Tacken schneller. Das war... Echt? Ich dachte, du wärst ein Tacken schneller gewesen. Nee, Jo. Lars hat mir doch gesagt, er wollte es auch sagen. Komm her. Also ich meine, das war ja... Ja, das war, wie man so schön sagt, quick and dirty. Kevin allein zu Hause. Du wunderst dich, Haus, ein sehr schönes du Haus. Du wunderst dich, dass wir uns jahrelang nicht sehen. Dann kommst du hier hin und machst das und wunderst dich, warum wir uns jahrelang nicht sehen. Okay. Ciao. Ja, was soll man sagen? Also, ihr seid so ein bisschen verwirrt, weil ihr dachtet, es dauert länger. Ja, aber man konnte ja auch nicht ahnen, dass das so einfach wird. So schön bei euch. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Katrin Bauer-Feind und Max Giermann. Tschüss.